liebe Bücherwürmer, Carlsen Comics wird 50 Jahre alt und das möchte ich mit euch mit einem Comic-Paket, Haul-Unboxing, whatever that YouTube-Language is, feiern. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebes Carlsen Comics Team. Happy Birthday to you! Lassen wir das mit dem schlechten Gesang und kommen wir dazu, worum es heute wirklich geht. Ich habe nämlich Post vom Carlsen Verlag bekommen und zwar ein riesiges Comic-Paket. Ich komme nämlich nicht gerade nur frisch aus Hamburg von der 50 Jahre Carlsen Comics Party. Auf mich wartete dieses dicke Paket, als ich nach Hause gekommen bin. Und weil ich das nicht alleine auspacken will, packe ich das mit euch zusammen heute mal aus. Frage ist nur, wo öffnet man es? Easy opening. Na, mal schauen. Ich habe damit schlechte Erfahrungen. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie rum. Ich weiß nicht, wie rum. Ah. Könnt ihr schon was sehen? Könnt ihr schon was sehen? Lea, da steht mein Name drauf. Also, okay, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Hier steht noch mehr mein Name drauf. Wie cool. Hallo, Masopilami. Aber erst schauen wir in den Brief. Oh, da steht nochmal Hallo Lea. Carlsen Comics feiert in diesen Tagen 50. Geburtstag. 1967 erschienen die ersten Tim und Struppi-Bände bei uns. Ein halbes Jahrhundert deutsche Comic-Kultur, das wir mitgestalten durften mit Comic-Helden, Beru und Fantasio, das Masopilami, Black Sad oder Tim und Struppi. Die Generationen von Lesern, ob groß oder klein, begeistern. Und deshalb wird gefeiert und wir verteilen Geschenke. Das ist so schön. Ich traue mich nicht, es aufzumachen. Taktisch klug vorgehen. Ich will dieses Geschenkpapier einfach nicht zerstören, weil es so süß gemacht ist. Let's see what's in here. Oh mein Gott! So many comics! Das erste, was mir hier entgegenkommt, sind Sticker. Gaston sehe ich schon mal. Oh Gott, da ist so viel bei. Und nochmal das Masopilami. Das Magazin 50 Jahre Carlsen Comics. Und da kann man nochmal drin stöbern und nachschauen, welche Titel Carlsen Comics in den letzten 50 Jahren produziert hat. 50 Jahre, das ist ganz schön viel. Kommen wir zu den Comics. Das sind nämlich Jubiläumsausgaben. Als erstes ist mir Spirou und Fantasio entgegengesprungen. Und zwar ist Spirou und Fantasio ein richtiger Comic-Klassiker aus dem franco-belgischen Bereich. Ich habe es bisher noch nicht gelesen, aber dafür ist ja jetzt das Comic-Paket, dass ich mich auch mal an die Klassiker ein bisschen wagen kann. Ja, und wie der Titel eigentlich schon sagt, geht es um die gleichnamigen Titelhelden. Und die haben auch noch ein Eichhörnchen zu ihrer Seite, das heißt Pips. Und darüber hinaus gibt es noch den Grafen von Rummelsdorf. Das sind übrigens zwei Bände in einem, deswegen auch two in one, weil einmal die Rückkehr des Set und einmal die dunkle Seite des Set darin enthalten sind. Noch ein Klassiker, der jetzt auch demnächst ins Kino kommt, Valerian und Veronique. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass alle Bände, die ich euch heute zeige, Two-in-One-Bände sind. Man sieht ja schon, das Ganze ist ein Sci-Fi-Abenteuer, denn Valerian und Veronique sind Agenten vom Zeit- und Raumservice. Das sagt eigentlich schon alles, oder? Zeitreisen? Masopilami. Ich habe ja eben schon die ganze Zeit über das Masopilami geredet, weil das Masopilami ist ungefähr auf jedem Logo von 50 Jahre Carlsen Comic vertreten. Ich kenne das Masopilami damals noch aus dem Fernsehen. Das ist ein eher witziger Comic und ja, wie der Titel schon sagt, es geht um das Masopilami, das lebt nämlich im Dschungel und es hat einen wahnsinnig langen, 8 Meter langen Schwanz. Und in meinem Paket war auch noch Yoko Tsuno. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie von gehört, aber das ist auch ein Raum- und Zeitabenteuer. Yoko Tsuno ist ein junges, cleveres Mädchen, das ihr Köpfchen einsetzt und mit ihren Freundinnen dadurch einige Abenteuer erlebt. Yay! Und endlich komme ich mal dazu, Gaston zu lesen. Gaston arbeitet nämlich in einem Verlagshaus und es geht dann so ein bisschen darum, den Alltag im Verlag witzig darzustellen. Und in meinem Paket war auch noch die Zeitschrift für grafische Literatur, Ausgabe 36. Ja, und in dieser wird natürlich das Thema ein halbes Jahrhundert Carlsen gefeiert. Aber ich habe hier noch irgendwie was ganz Besonderes. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wo es ist. Ich habe eine Idee, aber ja, ich habe Angst. Wir packen es mal aus. Irgendwie so was Girlandenmäßiges. Okay, wo geht es auf? Wo geht es auf? Es ist so schwer aufzukriegen. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay. Toll, jetzt ist es verknotet. Es ist eine riesige Girlande. Ich weiß dann nicht so genau, wo ich die hinhängen soll, Carlsen. Weil ihr schickt mir immer so wahnsinnig tolle Sachen, die schon mein halbes
Zimmer dekorieren. Vielen, vielen Dank, lieber Carlsen Verlag, für dieses tolle Comic-Paket. Und ihr da draußen sollt natürlich auch belohnt werden. In Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag darf ich nämlich auch ein Carlsen Comics Jubiläumspaket an euch verlosen. Das besteht aus 5 Jubiläumsbänden und einigen Goodies. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann kommentiert dieses Video mit Happy Birthday, Carlsen Comics. Wie immer werde ich euch auch noch den Zeitraum des Gewinnspiels hier unten einblenden und alle Informationen und Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Infobox. Und verratet mir doch, ob ihr einen Lieblingscomic habt und wie der Titel lautet. Bin ganz gespannt, mir ein paar von euren Tipps abzuholen. Wie immer findet ihr mich auf Twitter, Facebook und Instagram unter Liberiarium und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besuchen kommt. Ich bin Lea von Liberiarium und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Comics! 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 Ah, das fällt gleich runter, das fällt gleich runter, das fällt gleich runter, das fällt gleich runter, das fällt gleich runter und... Es fällt doch nicht runter. Meine Mama steht gerade an der Tür und lacht sich kaputt. Tschüss!